Als Hundehalter weißt du, dass unsere kleinen Schnüffelschnuten viel Auslauf und tägliche Beschäftigung brauchen, ab und zu gerne bellen und am liebsten in der freien Natur herumtollen. Wer sich also einen Hund anschaffen möchte, braucht auf jeden Fall ein Haus mit einem Garten, oder? Und ein direkter Anschluss an Grünflächen bitteschön noch direkt dazu. Aber es wohnt nun mal nicht jeder von uns in einem Haus und auch nicht auf dem Land, sondern vielleicht auch in einer Stadtwohnung. Aber heißt das dann, dass ein Hund nicht artgerecht gehalten werden kann? Nein, denn das ist viel zu pauschal. Nicht jeder Hund braucht täglich 10 Kilometer in den Beinen, um ausgelastet zu sein. Im Gegenteil, es gibt sogar ziemlich faule Tierchen, für die weniger gerne auch mal mehr ist. Und auch andere Rassen, die aus unterschiedlichen Gründen hervorragend für eine Wohnungshaltung geeignet sind. Und genau diese sehen wir uns jetzt an. Eine wichtige Sache vorweg. Lebst du in einer Mietwohnung, solltest du auf jeden Fall mit deinem Vermieter klären, ob du einen Hund bei dir einziehen lassen darfst. Hast du diese Hürde erfolgreich gemeistert, hast du hoffentlich entspannte Nachbarn, die nicht schon beim kleinsten Bellen auf die Barrikaden gehen. Diese Voraussetzungen sollten für eine möglichst problemfreie Zukunft mit Hund unbedingt erfüllt sein. Darüber hinaus sind ebenfalls Faktoren, ob ein Hund einen starken Hüte- und Wachtrieb hat. Denn diese Hunde brauchen vor allem viel Auslauf und eine ständige Aufgabe. Sie schätzen es gar nicht, in einer kleinen Wohnung zu leben. Selbstverständlich solltest du ebenfalls wissen, wo sich der nächste Wald oder Park versteckt, denn auch weniger aktive Hunde müssen natürlich jeden Tag an die frische Luft und genießen es, mit ihren Artgenossen zu spielen und zu kommunizieren. Kannst du an jeden dieser Punkte einen Haken machen, freut sich vielleicht eine der folgenden Hunderassen, schon bald bei dir einziehen zu dürfen. Der Mops. Für Hundeliebhaber, die vielleicht schon mal einen Mops zu Hause hatten, ist ein Leben ohne Mops zwar möglich, aber nicht sinnvoll. Tatsächlich wird dem Mops attestiert, dass er eine wahre Frohnatur ist, die ihr Umfeld immer wieder in gute Laune versetzt. Möpse sind aufgrund ihrer Statur absolut keine Sportskanonen, weshalb lange Wanderungen und Hundesport nicht unbedingt auf der Prioritätenliste der Fellnase stehen. Das liegt zusätzlich an den kurzen Schnauzen, die einen Mops sehr schnell außer Atem kommen lassen. Treppensteigen kann zwar klappen, sollte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht täglich passieren. Demgegenüber steht dafür ein verstärktes Kuschelbedürfnis, eine enge Bindung zum Lieblingsmenschen inklusive Kindern, sofern du welche hast, und eine ruhige Natur, die nicht zum Bellen neigt. Perfekt also für eine Wohnung und die muss noch nicht mal groß sein, vorausgesetzt du gehst dreimal täglich zumindest 30 Minuten mit deinem Liebling vor die Tür. Wenn du dich für einen Mops entscheidest, achte bitte dennoch darauf, ein Tier zu holen, das nicht so stark überzüchtet ist und gar keine Schnauze mehr hat, da das leider zu sehr starken gesundheitlichen Beschwerden führen kann. Der Chihuahua. Chihuahuas sind aufgrund ihrer Größe hervorragende Wohnungshunde. Aufgrund der winzigen Größe vieler Chihuahuas bietet selbst eine mittelgroße Wohnung viel Platz zum Herumräubern, Rennen und Spielen. Der Vorteil bei diesen Wuseln, sie haaren wenig und neigen nicht zur Zerstörungswut, gerade in Mietwohnungen entscheidende Faktoren. Dass sich Chihuahuas auch in Wohnungen ohne Garten wohlfühlen, heißt aber natürlich nicht, dass frische Luft und die Interaktion mit anderen Hunden vernachlässigt werden dürfen. Hast du dich in einen Chihuahua verliebt, beachte dennoch, dass die kleinen Racker je nach Laune und Tagesform häufig dazu neigen, etwas mehr zu bellen als ihre Artgenossen. Der Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel sind sehr treue und anhängliche Hunde, die sich nicht nur mit ihren Lieblingsmenschen und Kindern verstehen, sondern auch mit anderen Hunden und sogar Katzen. Natürlich braucht er als Spaniel jeden Tag ausreichend Auslauf und Beschäftigung, ist aber ebenso zufrieden, wenn er mit Herrchen und Frauchen auf dem Sofa kuscheln und entspannen kann. Und das funktioniert für diese Fellnasen auch ganz hervorragend in einer Wohnung. Der Leonberger. Dieser Hund gehört mit einer Widerristhöhe von bis zu 80 cm und einem Gewicht von bis zu 75 kg definitiv nicht zu den Wohnungszwergen. Bereits Kaiserin Sissy soll sich in diesen imposanten und schönen Hund verliebt haben, wobei sie natürlich nicht in einer Wohnung gelebt hat. Leonberger sind sehr entspannte und ruhige Hunde, die nicht zum Bellen neigen, dafür aber gern und viel schlafen. Die sanften Riesen bringt selbst Kinderlärm nicht aus dem Konzept. Bei ausgiebigen Spaziergängen an der frischen Luft mit regelmäßigen Spieleinheiten mit Artgenossen ist ein Leonberger überraschend gut für die Wohnung geeignet. Die Dogge. Ja, du hast richtig gehört, auch die Dogge lässt sich problemlos in einer Wohnung halten,
und das trotz ihrer beachtlichen Größe. Doggen sind sehr ruhige Hunde, die nicht zum Bellen neigen. Zudem sind sie aufgeschlossen und freundlich und begegnen anderen Hunden und Menschen mit großem Vertrauen. Hast du dich für eine Dogge entschieden, solltest du dennoch nicht vergessen, dass diese Hunde zwar nicht übermäßig aktiv sind, aufgrund ihrer Größe dafür aber viel Platz einnehmen. Zudem viel Haaren und auch ordentlich sabbern. Und das kann in einer kleineren Wohnung schon mal zur Herausforderung werden. Wenn dir eher nach einem kleineren Hund ist, dann solltest du dir jetzt noch unser Video zu unserer persönlichen Top 5 der kleinen Hunderassen ansehen, indem du links auf das Bild klickst. Und wenn du wissen willst, welche 7 Fehler du im Umgang mit deinem Hund unbedingt vermeiden musst, dann klick auf das Bild rechts.